Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, nee, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Pokémon Purpur Part. Beim letzten Mal haben wir die Shebab-Bande vernichtet, also die Bande der Kampfmitglieder von Team Star. Und heute ist der nächste Arena-Leiter dran, aber ich habe ja beim letzten Part schon gesagt, dass wir erstmal noch einige Pokédex-Einträge abzuarbeiten haben. Die machen wir jetzt direkt zu Anfang. Wie immer geht, wer die überspringen will, über mir ist ein Zeitstempel. Und ich würde sagen, wir legen direkt mit den Pokédex-Einträgen los. So, zuallererst haben wir hier Meditalis, das Meditations-Pokémon. Er zweicht Angriff mit tänzerischer Elegant aus. Zuallererst hätten wir hier Meditalis, das Meditations-Pokémon. Es weicht Angriff mit tänzerischer Eleganz aus, um ausschließlich... So, als allererstes haben wir hier Meditalis, das Meditations-Pokémon. Es weicht Angriff mit tänzerischer Eleganz aus, um anschließend aus denselben Bewegungen heraus mit einer verheerenden Attacke zurückzuschlagen. Als nächstes haben wir Kaumalot, das Landhai-Pokémon. Dieses Pokémon lebt in Höhlen, die Erdwärme ausgesetzt sind. Wenn Feinde sich nähern, springt es heraus und beißt mit seinem großen Maul zu. Und wir haben hier auch direkt die Entwicklung Knarxel, das Höhlen-Pokémon. Es liebt funkelnde Dinge und sucht in Höhlen nach Schätzen, die es dann in seinem Nest hortet. Als nächstes haben wir Schlapfel, das Apfel-Nektar-Pokémon. Nähert sich Ferkoli, um Schlapfel den süßen Nektar vom Rücken zu schlecken, spuckt es klebrigen Nektar auf sie, um sie zu vertreiben. Das ist auch eine Abwehrtaktik, aber irgendwie eine gemeine. So, und zu guter Letzt habe ich Zirpeise für euch, das Zirper-Pokémon. Es gibt ein Dorf, wo ein Wettbewerb abgehalten wird, bei dem man Zirpeise mit ihrem vielseitigen Rufen gegeneinander antreten lässt. Ich frage mich, wie dieser Wettbewerb aussieht. Naja, als nächstes liest Drim für euch die Pokémons wieder mal vor. Viel Spaß, Drim. Gibt's eigentlich eine Erklärung dafür, warum ich immer anfangen muss? Hier haben wir Subiris, das Finsternis-Pokémon. Die Substanzen der Edelsteine, die es frisst, verfestigen sich an seiner Körperoberfläche, wobei unendlich viele Musterungen entstehen. Als nächstes kommt hier Wolverok, das Wolfs-Pokémon. Es besitzt ein äußerst brutales Temperament, um seine Gegner auszuschalten. Nimmt dieses Pokémon sogar Verletzungen in Kauf. Du bist ein Pokémon wieder mal nach meinem Geschmack. Dann kommt hier direkt Biskora, das Schneckedei-Pokémon. Seine Fühler sind ein vortreffliches Organ, das alle fünf Sinne abdeckt. Er spürt Gefahr anhand von Luftbewegungen. Und hier ist auch direkt die Entwicklung von Biskora, nämlich Viskagott, auch das Schneckedei-Pokémon. Wittert Viskagott Gefahr, entdeckt sich die Schleimschicht, die seinen Körper bedeckt. So kann sie alles zersetzen. So, Noah, du bist dran. Wie wär's, wenn du das nächste Mal anfängst statt mir? Danke, Drim, ich mach dann mal weiter. Das hier ist Blitzer, das Blitz-Pokémon. Bringt man es aus der Ruhe, verwendet es Elektrizität, um sein Fell aufzustellen und Teile davon abzufeuern. Als nächstes haben wir Primava, das Geruhsam-Pokémon. Es nimmt die Gefühle anderer Lebewesen wahr. Man sollte es jedoch nicht allzu lang starken Emotionen aussetzen, da es sonst ermattet. Oh, wieder ein süßes Pokémon. Das ist Chanera, das Ei-Pokémon. Chanera bewegt sich behutsam, damit sein Ei nicht zerbricht. Es kann jedoch sehr schnell davonlaufen. Und als letztes haben wir hier Raichu, das Maus-Pokémon. Wenn seine Backentaschen voll aufgeladen sind, stehen seine beiden Ohren senkrecht nach oben. So, Shining, leg los und rette den Tag. Oh, danke, ihr zwei. Ich vorlese mal wieder. So, jetzt haben wir unser eigentliches Ziel für heute vor Augen. Wir wollen diesen Arena-Leiter hier herausfordern. Und nächste Folge dann diesen. Und dann haben wir alle Arena-Orden auf jeden Fall. Muss ich nur erstmal den Weg natürlich finden. Oh, hi. Hab dich gesehen. Danke für die eine Münze. Die werde ich in Ehren halten. Schlagbohrer. Oh, nochmal ein Gespenst.
bin schon gespannt, ob wir stark genug für den Arenaleiter sind. Ein Pokémon kommt hier nicht hoch. Ich ignoriere übrigens bewusst die Leute, die hier rumstehen. Und einen Pokémon-Kampf haben wollen. Ich ignoriere die wirklich bewusst. Auf den Schneeberg wollen wir. Das heißt, ich fliege einmal. Gifthieb. Hier oben ist Gifthieb. Warum ist sie Gifthieb? Da war ein Botuki, das Weihnachts-Pokémon. Ich weiß nicht, ob es hier wirklich das Weihnachts-Pokémon ist, aber es hat immer diesen Weihnachtsmann-Sack bei sich. Deswegen ist es für mich das Weihnachts-Pokémon. So langsam sicher komme ich hier oben an. Schon ein bisschen traurig. Wir sind so langsam aber sicher so Richtung Ende des Spiels. Ich hatte nicht vor, meine Pokémon zu heilen. Ich wollte die nur einmal ansprechen. Guck mal, hier oben ist auch so gut wie gar nichts. Hallo. Ach, nehm Ila schon wieder. Nicht mal? Ach, du übertreibst. Ja, ich weiß es. War irgendwie klar. Ja, aufwärmen vor allem Ding. Na gut, Nemila. Sonst ist hier kaum was. Bin bereit, es mit dir aufzunehmen. Und deinem Wolverock. Ich kann daran ja auch so sehen, dass ich zu stark bin. Wir werden den Arena leider so wegkriegen. Es ist so lustig, wie sich das von den Leveln her überall unterscheidet, ne? Weißt du, bei dem einen so... Ja, Level 50. Okay, zum nächsten Level 40. Weißt du was? Ich gehe jetzt mal auf Espinodon. Und mach die Kristallisierung. Dann seht ihr auch mal den Terra-Ausbruch. Erstmal recke ich das mit der Drachenklaue weg. Weil die Terra-Form ist Stahl, nicht Drache. Oder Eis. Nebenbei, wenn wir schon bei Terra sind, mir wurde jetzt endlich mal offscreen erklärt, was es mit diesen Terra-Stücken auf sich hat. Wenn man 50 davon zusammensammelt, kann man offenbar den Terra-Typus von jemandem ändern. Ich hatte das vorher nicht gewusst, deswegen dachte ich, ich erwähne das hier auch mal.
So, ich zeige jetzt trotzdem mal den Terra-Ausbruch. Den habe ich bisher nie on-screen verwendet. Der hat nämlich immer das Element, was man auch als Terraform hat. Also den Typus. Und offenbar unterscheidet sich die Attacke auch, weil bei normal war es ein Laser. Das kann ich auch bei, mal zeigen, wenn es nicht Terra-kristallisiert ist. Espenodon hat übrigens einen Bollenhelm ausgerüstet. Wir werden hier so durchrecken. So, Maskagato kann ich mit Skelecock einfach umgehen. Ich gehe danach sowieso zum Pokémon Center, wenn die mich nicht hochhält. Ja, der wird jetzt vorbei sein. Ich selbst mit dem Noderlied würde ich dich jetzt umnieten. Aber ich bin so nett und nutze den Feuersturm. Ich werde die nicht sehen. Oder? Doch, Blumentrick. Warum bist du schneller als ich? Ich bin 20 Level über dir. Macht Terra da bei Initiative so einen harten Unterschied? Oh, daneben. Na gut, dann Loderlied. Blumentrick macht mir eh kaum Damage. Besiegt. Wir haben noch zwei Pokémon Level Up gemacht. Wir werden bei der nächsten Arena wahrscheinlich auch zu overpowered sein. Ach, danke. Die werde ich in Zukunft irgendwann brauchen. Ah, meine Pokémon wurden auch geheilt. Danke. Ja. Schneeberg-Slalom. Das klingt spaßig tatsächlich. Einfach hier hoch, ne? Das wird wahrscheinlich richtig einfach. Ich muss ja nur innerhalb der Zeit da ankommen, ne? Schaffen wir Miraidon. Die Strecke da. Muss ich auf dem Weg bleiben? Wahrscheinlich, oder? Also am besten einfach die ganze Zeit auf jeden Fall durchboosten. 1:30. Wie merkwürdig sich Miraidon hier steuern lässt. Ja. Ich glaube, Miraidon mag die Gegend nicht.
hier richtig einfach. Jetzt sag nicht, da ist schon das Ziel. Das war ja geschenkt. Da hätte man auch genauso gut keine Prüfung nehmen können. Danke. Ja, die Prüfung, die war ja geschenkt. Auf zum Arenaleiter. Oh, ein Flanival. Das ist der Arenaleiter. Hallo. Ich kenne mich da nicht so sehr aus. Natürlich. Ist ja sehr gut gelaunt. Ist das schon eine Voraussage, was du einsetzen willst? Tut mir leid, aber ich setze mein Loderli ein. Und lege auch direkt mit Terra los. Was anderes als Skelecrock werde ich nicht brauchen. Tut mir leid, aber wir haben 20 Level Vorsprung. Du hast keine Chance. Das war Pokémon Nummer 1. Ja, hier sind wir halt leider ein bisschen zu stark hochtrainiert. Aber bei dem anderen Team war es ja eher schon ausgeglichen. Kolovar, ist das die Entwicklung von Flanival? Ja, mit höchster Wahrscheinlichkeit. Für dich nutze ich mal einen Feuersturm. Bin gespannt, was dein letztes Pokémon ist. Bisher habe ich jedes gewonnen. Wie war das mit eiskalter Realität? Der wird jetzt zu Eis. Ohne diese Kristallisierung hätte es sogar einen Vorteil gehabt. Jetzt kann ich es halt easy umnieten. Danke. Ohne die Kristallisierung wäre das nicht sehr effektiv gewesen.
Gewonnen. Habe ich gesehen. Wie alt bist du denn? Danke. Danke, meine Pokémon sind nur über Level 55. Danke. Oh, ich denke drüber nach, nochmal vorbeizuschauen. Hallo. Wer warst du nochmal? Nee. Hallo. Das kleine Kind da. Ja, es fehlt ja nur noch ein Arena und dann haben wir die Arena freigeschaltet. Also die Pokémon Liga. So, und hier will offenbar keiner was von uns. Das ist ja gut, ne? Jetzt haben wir nur noch einen Arena-Orden vor uns und der ist ja direkt hier so gesehen nebenan. Und danach haben wir nur noch hier oben den von der Straße der Sterne. Also was die Story angeht, sind wir bald tatsächlich durch. Aber mit der Hauptstory wird es natürlich nicht enden. Wir werden noch natürlich die legendären Pokémons alle fangen. Wir werden, was auch immer hier in Schlund vom Paldea ist, auf jeden Fall noch vorbeischauen für Pepper. Und eventuell möchte ich noch das ein oder andere hier erkunden. Also ja, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ich würde auch gerne tatsächlich in den nächsten Folgen nochmal zur Traubenakademie zurück, weil da ja der ein oder andere Kurs angeblich freigeschaltet wurde. Und ich will einfach sehen, was man da so gegen Endgame so alles machen kann. Also ich werde da so nach dem Schlund ungefähr vorbeischauen. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat heute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.